Marion, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich will OB, Toms Kandidatentalk. Ja? Sie haben jetzt den Marion Schreier an meiner Seite erwartet. Ich kann Sie beruhigen. Er kommt auch gleich. Es ist nur so, wir haben euch das E-Video aufgenommen und am Anfang hat es das Mikrofon gekracht. Es war höllisch, man versteht sein eigenes Wort nicht mehr. Und deswegen kommt die Anmoderation jetzt von mir solo. Wir haben uns überlegt, das ganze Ding ja nochmal zu drehen, aber das wäre ja blöd gewesen. Der Witz bei so einem Fragenhagel, wo man den Kandidaten mit 35 oder 40 Fragen eindeckt, besteht ja auch darin, dass er die Fragen zum ersten Mal hört und spontan reagieren muss. Zwischendrin kann es auch mal sein, es knackt ein bisschen, aber wir haben es uns angehört, man versteht die Antworten und Fragen doch einigermaßen gut. Und deshalb wünsche ich viel Spaß beim Fragenhagel mit dem OB-Kandidaten Marion Schreier. Was würden Sie beruflich machen, wenn Sie kein Politiker wären? Gute Frage. Also für mich war das gar nicht immer so festgelegt, dass ich direkt in der Politik lande. Mhm. Also ich wollte in einem politischen Umfeld arbeiten, mhm, vielleicht in einem Ministerium, auch in einer politischen Stiftung. Mhm. Also ich glaube, wenn es jetzt nicht Politik wäre, dann wahrscheinlich in der Wissenschaft. Mhm. Was macht einen guten Politiker oder eine gute Politikerin aus? Vielleicht in zwei Sätzen, wenn es geht? Oder drei? Dass er gute Ergebnisse für die Bürgerinnen und Bürger erzielt. Das ist das Allerwichtigste, mhm, dass man die Lebenssituation verbessert. Mhm. Und dann würde ich sagen, dass man die Dinge auch gut kommuniziert. Mhm. Das braucht man, um Menschen einzubinden, aber auch die Sachverhalte zu erklären, die, mhm, häufig komplex sind. Mhm. Was macht Sie glücklich? Was macht mich glücklich? Auch das ist eine gute Frage. Ganz unterschiedliche Dinge. Also zum Beispiel, wenn ich mit Freunden zusammensitze, mhm, ganz entspannt beim Bier. Das, mhm, wäre so das, was mir als allererstes einfällt. Mhm. Wovor haben Sie Angst? Ich weiß, Sie sind noch jung, Sie kennen wahrscheinlich gar keine Ängste. Doch, das ist mir nicht fremd, wovor habe ich Angst? Vor dem Alleinsein. Mhm. Wie würde die beste aller möglichen Welten für Sie ausschauen? Eine Welt, in der jeder seine eigene Lebensgeschichte schreiben kann, ganz unabhängig davon, wo er herkommt, welche Ressourcen er hat und, mhm, dass man die Unterstützung auf diesem Weg erfährt. Mhm. Jetzt geht es ins Eingemachte. Wann haben Sie das letzte Mal eine Spülmaschine ausgeräumt? Das ist, würde ich sagen, letzte Woche, als ich in Tengen war. In Tengen? Ja. Sie fahren nach Tengen zum Spülmaschine ausräumen? Nein, zur Gemeinderatssitzung, aber da war ich mal wieder in meiner Wohnung und... Mussten ausräumen, notgedrungen. Naja, also ich wollte was essen und da war es notwendig, dass das Geschirr sauber ist. Hier im Hintergrund rauscht ja eine. Ja. Also nicht, dass Sie denken, das wäre der Wildbach oder das wäre gar der Nesenbach. Nein, es ist eine Spülmaschine. Aber die müssen ihre Leute ausräumen. Räumen Sie ja ab und zu auch mal aus. Ich habe da auch schon mitgeholfen, ja. Gut, also. Welcher Song erinnert Sie an Ihre Jugend? Also gut, Sie sind ja noch fast Jugend. Welcher Song? Gibt es einen Song, wo Sie sagen, das verbinde ich mit dem Jugend? Also da gibt es nicht einen Song, aber also so spontan. Eine Richtung, Musikrichtung? Würde ich sagen Nirvana und Red Hot Chili Peppers. Kenne sogar ich. Also sind es keine ganzen neuen Bands mehr. Fällt Ihnen ein Song ein, der zu Stuttgart passen würde? Von Nirvana? von Nirvana. Naja, wenn es so um Aufbruch geht, vielleicht hier Smells Like Teen Spirit. Schöner Song. Was glauben Sie, was junge Leute gerade bewegt? Also ganz aktuell, glaube ich, bewegt viele junge Menschen die Corona-Krise und die Corona-Situation, mhm, also die Ausbildungssituation. Wir, mhm, haben vorgestern eine Veranstaltung am Schlossplatz gemacht, da war eine junge Frau da, die sehr eindrücklich geschildert hat, was das mit ihren Ausbildungschancen, mhm, zum, mhm, Beispiel macht. Ich glaube, das ist was viele beschäftigt, vor allen Dingen, weil es eine junge Generation gibt. Das ist ja nicht die erste Krise, die die erleben, also, mhm, sondern die 2008, 2009 vielleicht auch schon in der Ausbildung im Studium, mhm, waren, mhm, und da die Erfahrung gemacht haben, dass das, mhm, Chancen geschmälert haben und jetzt das zweite Mal durch so eine Krise, mhm, laufen. Wenn Sie mit Stuttgart mit drei Adjektiven beschreiben müssten, welche fallen Ihnen da ein? Mit drei nur. Von mir aus auch vier. Ich genehmige Ihnen auch. Eins extra noch. Wirtschaftlich stark, mhm, bürgerschaftlich engagiert, mhm, und landschaftlich schön. Das sind drei. Also im Doppelpack, aber das ist doch okay. Ja. Wirtschaftlich stark. Stark, okay. Was war der schönste Moment in Ihrem Wahlkampf bisher? Gab es da einen, wo Sie sagen, das war ein richtig herausragender Moment, an den denke ich auch noch in 10 Jahren nach, wenn ich mich als Oberbürgermeister von Stuttgart zur Ruhe setze oder was auch immer? Da gab es einige, aber mir ist vor allen Dingen ein Gespräch vor allen Dingen im Gedächtnis geblieben, mhm, und zwar mit Vertretern der nigerianischen Community, mhm, und das ist mir deswegen so im Gedächtnis geblieben, weil die geschildert haben, es ist das erste Mal, dass es einen Kontakt zur Kommunalpolitik gab, mhm, dass jemand auf
auf diese Gruppe zukam und sich mit ihnen ausgetauscht hat. Und das hat mich wirklich überrascht. Es war einfach sehr, sehr bewegend, das so zu erfahren. Das war eine ganz besondere Stimmung auch in dem Gespräch. Also das wird mir für immer im Gedächtnis bleiben und habe da auch nochmal gelernt, dass wir in einer internationalen Großstadt noch stärker darüber nachdenken müssen, wie wir wirklich alle mitnehmen und einbinden, dass wir nicht nebeneinander, sondern wirklich miteinander in der Stadt haben. Was war der übelste Moment? Gab es einen Moment, wo Sie sagen, den möchte ich nicht nochmal erleben oder es war nicht gut? Ja, also die Beschädigung meines Autos, jetzt nicht wegen des Sachschadens, sondern auch das Ganze drumherum, das ist eine Form von Angriff, die ich so in der Form also noch nicht erlebt hatte, dass ich das eben so explizit auch auf die Kandidatur bezog. Als Automobilist kann ich mitfühlen. Wie geht es dem Wagen? Ist er wieder repariert? Er ist repariert, ja. Sehr gut, hervorragend. Hatten Sie schon mal Todesangst? Nein, Todesangst hatte ich in der Tat noch nie, Gott sei Dank noch nicht. Was kommt nach dem Tod für Sie? Das geht ja ziemlich ins Philosophische. Ich hab nie das Gegenteil behauptet. Nein, ich finde es auch gar nicht schlecht, nur da muss ich eine Sekunde darüber nachdenken. Sie können auch wieder Hannah Arendt zitieren zum Beispiel. Die hat bestimmt 100 Sachen dazu gesagt, geschrieben. Ja, also... Nein, ohne Scherz. Was gibt es ein Leben danach oder so? Geht es weiter oder... Man weiß es vielleicht auch gar nicht. Ich würde sagen, dass es unbestimmt ist. Aha. Ich glaube, das ist die Assoziation, die ich damit habe. Es ist unbestimmt. Ja, also ich habe da keine fest konturierte Vorstellung von dem, was danach kommt, sondern das ist der Weg ins Unbekannte ist. Die nächste Frage ist klarer. Würden Sie mal gerne zum Mond fliegen? Ja, ich glaube schon, ja. Wo würden Sie als Oberbürgermeister von Stuttgart gerne wohnen? Haben Sie sich auch schon was ausgesucht? Nein, da habe ich mir nichts ausgesucht. Das sind Dinge, die dann danach anstehen würden. Aber also ich bin ja im Stuttgarter Westen aufgewachsen. Und da hat es mir immer sehr gut gefallen. Also ich könnte mir gut vorstellen, im Stuttgarter Westen zu leben. Da haben Sie noch ein bisschen Heimatgefühle für den Westen, so, weil Sie sich da gut auskennen. Absolut. Aber es ist, also ich finde auch wieder die Entwicklung der letzten Jahre da sehr bemerkenswert. Okay. Wieder eine philosophische Frage. Haben Sie während der Corona-Krise mal Klopapier auf Vorrat gekauft? Habe ich tatsächlich versucht, aber das ging dann nicht mehr. Und zwar, war weg. Der erste Lockdown, der ging ja los am 13. März. Und wir hatten da noch eine kommunalpolitische Veranstaltung, eine Klausurtagung. Ja. Und deswegen war ich außerhalb von Themen unterwegs. Und da schaukelt sich das Ganze in diesem Wochenende hoch. Und dann dachte ich bei der Rückfahrt so, jetzt musst du mal Sachen einkaufen gehen. Nur als ich dann im Edeka in Teng ankam, war wirklich schon fast alles weg. Also ich konnte irgendwie noch Toastbrot kaufen und Marmelade und ein bisschen Wurst und Käse. Aber an mehr Hamstern war nicht zu denken. Was tun Sie, wenn Sie sich mal was Gutes gönnen wollen? Was machen Sie da? Lesen, ehrlich gesagt. Ja, das ist meine Form der Entspannung oder gern auch essen gehen. Nochmal eine philosophische Frage. Sind Sie Nass- oder Trockenrasierer? Also man sieht ja, wenn ich so super viel Bart rufe. Weiß doch ich nicht, vielleicht haben Sie sauber gearbeitet. Vielleicht lassen Sie gut rasieren. Ja, da müsste ich sehr, vielleicht sehr aber nass. Ja. Nassrasierer, dann doch, ja. In den vergangenen Tagen ist der Begriff des Karrieristen hat die Runde gemacht, als Schimpfwort. Ja. Muss man nicht auch ein Stück weit Karrierist oder zumindest Alpha-Männchen sein oder Alpha-Mensch sein, wenn man Oberbürgermeister werden will? Gehört das nicht auch ein Stück weit dazu? Also ich glaube vor allen Dingen, dass man Ambition braucht. Man muss sich was vornehmen, weil man nur so Dinge verändern kann. Und ich finde, wir müssen uns auch als Stadt Stuttgart wieder mehr vornehmen und mehr zutrauen. Das finde ich ist ein ganz wichtiger Wesenszug, dass man auch als Stadt, als Gemeinwesen sagt, okay, wir nehmen uns was vor und das kriegen wir jetzt gemeinsam hin. Der letzte Fehlkauf, das war ein Sakko. Was modisch einfach ordentlich daneben gegriffen. Wurde Ihnen erst klar, als Sie dann mal, wurde Ihnen das gesagt, dass es ein Fehlkauf war oder ist es Ihnen selber aufgefallen? Naja, ich wurde, sagen wir so, sanft darauf hingewiesen. Haben Sie schon mal geklaut? Nein. Noch nie? Tatsächlich nicht. Was bedeutet für Sie Gerechtigkeit? Gerechtigkeit heißt für mich, dass jeder, also da komme ich jetzt zu dem zurück, was wir vorhin hatte, dass wir in einer Welt leben, wo jeder seine Chancen nutzen kann. Mhm. Also nicht nur Chancengleichheit, also Chancengleichheit heißt ja, dass jeder erstmal nur den gleichen Zugang hat, sondern dass ich sie auch nutzen kann. Das heißt, ich muss Menschen auch so befähigen,
mit den Ressourcen, mit den Kompetenzen ausstatten, dass sie die Chance nutzen können. Und dann ist eine Welt gerecht, aus meiner Sicht. Wie lange arbeiten Sie die Woche? Wie viele Stunden etwa? Auch jetzt im Wahlkampf sind es sicherlich über 70 oder 80 Stunden. Da wäre es einfacher gewesen zu fragen, wie viele Stunden schlafen Sie, weil das wahrscheinlich weniger ist, oder vermute ich mal. Ja, also zwischen 5 und 6 Stunden. Bedeutet lange Arbeitszeit für Sie auch gleichzeitig gute Arbeit? Nein, also gute Arbeit bemisst sich nicht an der Länge, ganz und gar nicht. Mhm. Also man kann sehr effektiv auch in kurzer Zeit arbeiten, aber die Dauer von Wahlkampftagen bestimmt sich halt einfach über die Anzahl der Termine und Veranstaltungen, weil man tagsüber unterwegs ist im Gespräch mit Menschen. Dann gibt es einen ganz großen organisatorischen Part, den man bewerkstelligen muss, von der Plakatierung, Planung von Veranstaltungen, inhaltliche Vorbereitung und dann natürlich E-Mails beantworten, Telefonate. Dadurch ergibt sich die Länge. Angenommen, Sie bräuchten, um eine Abstimmung im Gemeinderat durchzukriegen, auch die Stimme der AfD. Würden Sie das akzeptieren? Wäre das für Sie okay? Also ich würde nicht aktiv auf die AfD zugehen. Nö, Sie brauchen aber die Stimmen, um es halt durchzukriegen. Also Sie würden also nicht aktiv... Sagen Sie, was ist der Unterschied? Was wäre der Unterschied für Sie? Also da gibt es schon einen wesentlichen Unterschied. Mhm. Und zwar, Sie können ja nicht verhindern, dass jemand mitstimmt oder dagegen stimmt. Das haben Sie nicht in der Hand, wie das Abstimmungsverhalten ist. Aber es macht einen Unterschied, wenn ich sage, ich werbe aktiv darum. Das wäre nicht mein Weg, das zu tun. Ist Ihnen schon mal ein korrupter Politiker begegnet? Nicht wissentlich. Nicht wissentlich. Finden Sie, ein OB in Stuttgart verdient zu viel oder zu wenig Geld? Ich habe von Per Steinbrück gelernt, dass man sich nicht zur Frage von Gehältern äußern sollte, wenn man sich um das Amt gerade bewirbt. Aber lassen Sie mich noch einen Satz hinzufügen. Ja. Also die Bezahlung ist sehr, sehr gut. Das muss man einfach festhalten. Mhm. Damit gehört man zu den absoluten Spitzenverdienern in Deutschland. Deswegen gibt es da keinen Grund, sich irgendwie zu beklagen. Kommen für Sie Ananas auf die Pizza in Frage? Unter keinen Umständen. Essen Sie Nutella-Brot mit Butter oder ohne Butter? Ganz klar ohne Butter. Ehrlich? Ja, nein, das geht gar nicht. Echt? Also, was für ein Brot benutzen Sie denn? Bauernbrot oder ist es Wurst? Oder eher so, Sie sind, glaube ich, die Generation Toastbrot, oder? Beides okay, Bauernbrot und Toastbrot, aber nicht Schwarzbrot. Also Nutella und Schwarzbrot, das verträgt sich nicht so, finde ich. Okay. Jetzt gibt es einen Generationenkonflikt zwischen, das spüre ich genau. Gibt es eine Frage? Ist es bei Ihnen etwa mit Butter? Fett Butter, Fett Nutella und Bauernbrot, natürlich. Aber logisch. Dann essen Sie wahrscheinlich auch Käse mit Marmelade. Nee, nur unter Gewaltanwendungszwang oder sowas. Okay, weil da hatte ich den Eindruck, dass das meiste der gleiche Persönlichkeitstypus ist, Nutella, Butter und Käse und Marmelade. Gibt es eine Frage, auf die Sie immer mal gerne geantwortet hätten, aber die Sie in diesem Wahnsinnswahlkampf noch nie gefragt worden sind? Also die Sie praktisch ständig warten und nie stellt sie einer und Sie hätten eine tolle Antwort parat und... Nein, da würde ich sagen, ich glaube, da ist inzwischen... Alles durch. Wirklich alles gestellt worden, spätestens nach dem Gespräch jetzt. Also da waren mindestens mal 10 Fragen mit dabei, die mir noch nicht gestellt worden sind in diesem Wahlkampf. Mindestens 10, das ist nicht schlecht. Da bin ich schon zufrieden mit. Ja? Ich habe überhaupt, das wäre einmalig, aber okay, mit 10 bin ich schon sehr zufrieden. Wenn Sie sich bei Ihrer Wählerschaft bedanken wollen, würden Sie sagen, liebe Wählerinnen, liebe Wähler, liebe Wählerinnen, liebe Wähler, liebe Diverse oder liebe WählersternInnen? Wie würden Sie sich bedanken? Liebe Stuttgarterinnen und Stuttgarter. Angenommen, Sie würden nicht Oberbürgermeister von Stuttgart. Wer soll es dann werden? Dann lieber der Roggenbauch oder der Nopper? Wen hätten Sie lieber? Also, Schlussfrage übrigens. Ich habe das in dem ganzen Wahlkampf so gehandhabt, dass ich das nicht in Abgrenzung von Mitbewerbern mache und die nicht bewerte. Und das mache ich auch an dieser Stelle nicht, sondern ich werbe um meine Position. Deswegen mache ich da kein Ranking, sondern insgesamt jeder... der das auf sich nimmt und der um dieses Amt kandidiert, der hat Ideen dafür, wie die Stadt besser machen will und der kann das auch. Duzt ihr euch untereinander eigentlich mal? Ich bin da ein bisschen unsicher. Teilweise duzen wir uns, okay. Damit hätten wir es, Herr Schreier. Ich wünsche noch einen schönen Wahlkampf.